Entschuldigung, zum Milch vom HSV, ich bin hier in Hamburger Hafen. Als Rentner habe ich das auch, kann ich das ja gut ab hier. So ist das, das Wetter ist herrlich, wollen wir hoffen, dass es kein Gewitter gibt. Also sonst bin ich mit dem Rad wieder in Hafen. Und ich habe auch rumgehorcht, und die sind alle sehr optimistisch, ne, für den Durchmarsch von HSV. Also man muss also mal abwarten, aber man, sie machen ja gute Arbeit im Moment. Also auch an Hand unterschrieben fest. Der Holpi unterschrieben, also Luise auch, also ich bin schon begeistert. Jetzt fehlt nur noch Peer, ne? Dann haben wir natürlich die drei, dann haben wir drei Granatenfußballer da. Ne? Sakai will auch noch unterschreiben, das sehe ich mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Also so gut war der ja nicht mehr, aber er hat sich auch mit den HSV und haben mich infiziert, ne? So sehe ich das. Also der Becker, was man jetzt sieht, die zwei Tage, aber der macht ja schon, er gibt ja richtig Gas. Weil wir Hoffmann gibt das nur eins, ne? Entweder oben oder unten. Mittelmaß kennt Hoffmann nicht. Das wissen wir ja noch von früher. C. Roberto, Nistelrooy, Van der Vaart, der hat mit den Jungen alle geholt hier. Nicht? Das war alles in erster Sahne. Aber man muss abwarten. Aber ich bin ganz optimistisch, Jungs. Also der Tietz wird sich schon die Leute angucken, was da läuft. Also der wird sich doch nicht jeden aufs Auge drücken lassen. Ja, mir tut das nur mit dem Mug wieder leid, der spielt in Sandhausen. Und so wie ich den HSV kenne, wir müssen ja gegen sein Haus spielen, macht er gegen uns ein Tor. Also dann raste ich wieder auf den Fall von Sofa. Mo, alles Gute für dich und für dein weiteres Fußballerleben. So, noch was. Ich möchte mich mal erkundigen bei den ganzen Tietz und überall. Den Finn Porrad hat Tietz noch nie gesehen. Und Finn ist für mich mit Nadel der Fußballer. Das hat Bruno Labbadia auch gesagt. Aber wie gesagt, da muss man auch abwarten. Tietz ist ja für mich der Terminator. Der bringt den HSV wieder auf die Beine. Nicht, Christian, wir beide ziehen das Ding durch, logisch, mit den anderen Sohn. Nicht, und dann läuft das auch. Ich hoffe, dass der Peter ruhig bleibt und nicht verrückt wird. Dann läuft das alles beim HSV. Alles klar, gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag hier. Peter macht nochmal schön an der Elbe, am Strand. Nicht, alles klar, er ist auch Rentner, der darf er das auch. Alles klar, tschüss, nur der HSV, tschüss.